Hallo, willkommen zu diesem Video von Mathematik macht Freude, Freunde, bei dem es um Textaufgaben in Bezug auf lineare Gleichungssysteme geht. Hierzu habe ich folgende Aufgabe herausgesucht. Der Umfang eines Rechtecks beträgt 42 cm, die Längen der beiden Seiten unterscheiden sich um 5 cm. Berechne die Seitenlängen des Rechtecks. Hierzu nun eine mögliche Vorgangsweise. Erstens, überprüfe die Einheiten im Text und rechne gegebenenfalls um. Zweitens, lege Variablen für die genannten Größen fest, falls dies nicht im Text bereits geschehen ist. Schritt 3. Stelle die ganzen Gleichungen auf, beziehungsweise beide Gleichungen auf, mit Hilfe des Texts. Und viertens, löse das Gleichungssystem und gebe eine entsprechende Antwort an. Nun zu unserem Beispiel. Schritt 1. Man soll die Einheiten checken. Man sieht, dass sowohl Umfang als auch Seiten in Zentimeter sind. Also könnte man sagen, hier ist bereits alles okay. Schritt 2. Lege die Variablen fest. Ich habe mich für A und B entschieden, da dies üblicherweise für Rechtecksformeln gilt. Schritt 3. Die Gleichungen aufstellen. Der Umfang beträgt 42 cm, also 2a plus 2b ist 42, einfach die Umfangsformel. Zweitens, die Längen der beiden Seiten unterscheiden sich um 5 cm, a ist gleich b plus 5. Hierzu ein kleiner Tipp. Solltest du damit Probleme haben, stell dir einfach geeignete Zahlen vor, welche den Sachverhalt korrekt darstellen. Und überlege, wie man es mit den Zahlen machen würde. Wie nehmen wir es hier zum Beispiel? Ich habe einfach a ist 20 und b ist 15 genommen. Somit ist 20 15 plus 5, also a ist b plus 5. Ist gar nicht wichtig, ob diese Zahlen auch der Realität entsprechen. Nun lösen wir unser Gleichungssystem. Wir haben ja zwei Gleichungen. 2a plus 2b ist 42 und a ist b plus 5. Ich habe hier das Einsetzungsverfahren genommen und komme darauf, dass a 13 und b 8 cm ist, beziehungsweise umgekehrt. Vielleicht könnte man hier auch noch die Probe andenken. Also lautet die Antwort, die Seitenlängen sind 13 bzw. 8 cm. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und viel Spaß noch beim Üben.